Hallo, liebe Schrauberfreunde. Da in heutigen Autos ohne Strom nichts funktioniert und der Generator meistens in den dümmsten Situationen kaputt geht, zeigen wir euch heute, wie man diesen wechselt. Und glaubt mir, ich weiß, wovon wir reden. Na dann, los geht's, Schmitti. Da die Lichtmaschine ein elektrisches Bauteil ist, klemmen wir natürlich zuerst unsere Batterie ab. Verkleidung von der Batterie abnehmen. André war schon mal so freundlich. Habt ihr mal was vorbereitet? Genau. Lösen den Minuspol. Ziehen ihn ab. Und legen ein Tuch dazwischen, damit er bei der Montage nicht wieder auf die Batterie kommen kann. Im nächsten Schritt zeigt André euch, wie wir die Verkleidung demontieren. Bei diesem Modell ist es so, dass wir erstmal den Ölmessstab rausziehen müssen, damit wir die Verkleidung abkriegen. Dann einfach im Ruck einmal unten, einmal oben an der Verkleidung ziehen. Dann habt ihr diese in der Hand. Schmitti, übernimm mal. Und den Ölmessstab wieder einstecken, damit nichts in die Ölwanne fällt. Und dann sehen wir hier auch schon den Generator. Im nächsten Schritt entfernen wir unsere elektrischen Anschlüsse vom Generator. Hier oben und hier unten. Hier oben einfacher VW-Stecker, einfach gegen den Stecker drücken, auf die Nase drücken und den Stecker abziehen. Auf unserem Plus-Anschluss befindet sich noch eine schwarze Plastikkappe. Diese einfach abhebeln und die darunter liegende Achtermutter abschrauben. Dann könnt ihr den Plusanschluss auch schon abhebeln, wenn es funktioniert. Denn hier unten am Generator befindet sich noch eine Schelle, mit der das Pluskabel an den Generator befestigt ist. Und die löst sich aber besser, wenn wir den Generator ausbauen und dann leicht zur Seite kippen. Weil dann kommt man einfach besser ran an diese Schraube. Dann werden wir jetzt im nächsten Schritt unseren Keilriemen entspannen. Um uns ein bisschen Baufreiheit zu verschaffen, um den Keilriemen zu lösen, klippen wir erstmal hier diesen Schlauch aus und legen den beiseite. Und dann den Kraftstoffleitung sanften durch. So. Um den Spanner besser lösen zu bekommen, nehme ich noch die Kraftstoffleitung aus der Halterung heraus. Und wir haben da ja bedeutend mehr Platz. Jetzt sehen wir hier unsere Spannrolle für den Keilrippenriemen. Und hier oben ist auch schon der Aufsatz für den Schlüssel. 16er Schlüsselweite und Schmitti wird den Keilriemen entspannen. Dann jedoch nehmen wir den Keilriemen nicht ganz ab, sondern wir nehmen ihn nur von der Generatorriemscheibe. So. So, Schmitti, dann spann mal. Der Riemenspanner entspannt den Keilriemen und dann könnt ihr den Keilriemen einfach von der Riemenscheibe der Lichtmaschine runterdrücken. Um den Riemenspanner zu fixieren, haben wir einen Fixierdorn. Die Öffnung, du musst entspannen mal noch mal ein bisschen, dass wir den Dorn erstmal durchkriegen. Jetzt spannen wir oder entspannen und durch. Fertig. Und jetzt bleibt der Riemenspanner in dieser Position arretiert. Und ich kann den Schlüssel wegnehmen. Der Keilriemen ist jetzt von unserer Riemenscheibe der Lichtmaschine runter. Und jetzt können wir den Generator von unserem Träger lösen mit dieser Schraube. Dazu 13er Ratschenschlüssel. Und die Schraube löst. Schraube einfach komplett rausschrauben, die ist sehr lang, da sie durch den Generator und durch den gesamten Halter geht. Kannst du auch mal mit der Hand probieren. Geht. Und da ist die erste Schraube. Nachdem wir jetzt die obere Schraube gelöst haben, kommen wir zu der zweiten Schraube an diesem Generator. Die befindet sich unter der Spannrolle, es ist aber genau die gleiche Schraube. Ich werde die jetzt erstmal ausschrauben und werde euch dann, wenn der Generator draußen ist, zeigen, wo die liegt, weil man sieht es einfach besser. Dazu wieder unseren 13er Ratschenschlüssel.
Da haben wir sie. Jetzt nehmen wir unseren großen Schraubendreher und hebeln unseren Generator aus dem Halter. Dazu brauchen wir jetzt mal noch einen größeren Montierhebel, Schmitti. Danke. Nichts abbrechen dabei, ne? Vorsichtig. Nach vorne drücken. So, wenn wir den jetzt so haben, dass er nur noch unten drauf ist, sehen wir hier wunderbar unsere Schraube von der Schelle, die ich vorhin erwähnt hatte. Die können wir jetzt direkt abschrauben. So, und Schmitti nimmt den Generator jetzt mal raus und kippt ihn etwas hin, damit wir da besser an die Halteklammer kommen und festhalten. Und lösen einfach die Schraube. Nicht verlieren. Jetzt können wir den Halter von unserer Plusleitung abziehen. Einmal den Halter und einmal schon die vorher abgeschraubte Plusleitung. Die Lichtmaschine ist draußen. Jetzt, wo unser Generator draußen ist, seht ihr wunderbar, wo die zweite Schraube unten ist. Und zwar ist sie hier in diesem Halter, steckt sie so drin. Denn die müsst ihr ausschrauben, um den Generator zu lösen. Müsst ihr einfach mal fühlen, ist 13er Schlüsselweite, bekommt ihr schon hin. So, hier ist unsere defekte Lichtmaschine. Vor dem Einbau überprüft bitte, dass die beiden baugleich sind. Ja, gibt da so viele Unterschiede dabei. Sieht aber ordentlich aus. Die Bohrungen passen, die Anschlüsse passen, die Stecker passen. Jetzt kommt noch eine ganz wichtige Sache. Die Lichtmaschinen haben unterschiedliche Leistungen. Die sind auf dem Typenschild verzeichnet. 14 Volt, 120 Ampere. Die müssen übereinstimmen. Auf dieser Lichtmaschine ist das Typenschild etwas anders gehalten. Aber ihr seht, wir haben dieselben Daten. 14 Volt, 120 Ampere. So erstmal schon alles richtig. In der alten Lichtmaschine befindet sich noch der Halter von der Kabelklemme. Die müssen wir noch rüberbringen. Gut, alle lösen. Den Halter demontieren. Umsetzen. Ihr seht, hier sind zwei Führungsstifte oder Nasen, die jeweils hier und hier sitzen sollten, damit er sich nicht verdreht. Festschrauben. Nur noch die Befestigungsmutter vom Pluskabel abnehmen. Damit ist die Lichtmaschine fertig zum Einbau. Und los geht's. Bevor wir jetzt unseren neuen Generator einbauen, habt ihr jetzt noch mal die Chance, den Keilriemen zu prüfen, ob er noch auf sämtlichen Rollen richtig liegt. Denn wenn der Generator nachher wieder drin ist, ist das doch ziemlich eng. So, Schmitti, los geht's. So, die Lichtmaschine erst wieder sauber einführen hier. Und da wir ja jetzt noch prima rankommen, die Kabel und den Halter wieder befestigen. Das wieder. Ja, diese Schelle ist sehr störrisch, aber ihr müsst sie wieder auf diesen Stehbolzen drücken und dann die Mutter wieder ansetzen. Das Pluskabel darf natürlich nicht angescheuert werden, deswegen ist die Schelle da dran. Ne? So, bevor wir die Schelle jetzt festziehen, setzen wir das Pluskabel wenigstens wieder auf. Und jetzt können wir die Schelle festziehen, weil in dieser Position bleibt das Kabel jetzt liegen. Jetzt setzen wir unseren Generator wieder unten in den Halter ein. So, fest.
So, Übernahme, Übergabe. Hab ihn. Schmitti, hältst du den Riemen? Ich nicht mal den Riemen hier. Ah ja. Da. Das Ding-Generator hier unten einfädeln. Und unten dann erstmal die Schraube wieder ansetzen. Die Schraube unten ist natürlich auch beim Einbau wieder ein ganz schönes Gefummel. Jetzt kommen wir zu der oberen. Diese auch wieder handfest anziehen. Und dann könnten wir die obere auch gleich richtig anziehen. Dazu nehmen wir wieder unseren 13er Ratschenschlüssel. Die Schraube jetzt das erste Mal festschraubt, zieht sich diese gewinnene Hülse hier an den Halter ran. Das ist dadurch, dass sie erst nicht richtig in der Führung steckt, erleichtert euch das den Einbau extrem. Denn sonst müsstet ihr auch beim Einbau, genau wie vorhin beim Ausbau, ziemlich doll hebeln, um die Lichtmaschine wieder an den richtigen Ort zu bekommen. Jetzt ist sie dran, dann ist die Schraube auch gleich fest. So. Jetzt könnte Schmitti den Riemen schon mal wieder auf die Riemenscheibe legen, aber noch nicht die Spannrolle wieder entspannen, nein, da wir ja vorher noch unten die Schraube festziehen müssen. Unbedingt darauf achten, dass er den sauber parallel aufsetzt und nicht einen von den Rippen irgendwie überstehen lässt auf beiden Seiten irgendwo. So, gut. Dann jetzt die untere Schraube. So, wenn ihr jetzt hier die Hand noch mal rausnehme, seht ihr schon, dass für den Schlüssel dort unten genug Platz ist. Es ist zwar eng, aber es geht, man kann es schon machen. So. Und jetzt können wir unsere Spannrolle wieder entspannen, denn der Generator sitzt wieder an seiner richtigen Position. So, die Spannrolle wieder entspannen, damit der Fixierdorn raus kann. Ja. Jetzt wieder ein bisschen lösen. Ja, weiter, weiter. Denn sonst hängt der Fixierer nämlich am Waschwasserbehälter. Noch ein Stück. Nicht raus, ja. Noch ein Stück, Schmitti. Und jetzt die Spannrolle. Langsam loslassen, damit ihr nicht wegschnippt. Wie gesagt, die Feder ist ziemlich kräftig. Ich verliere die Kraftstoffleitung wieder. Ihr seht ja, dass die Formschlüssel liegen. Die sind sogar mit so einer Angüsse dran und wieder alles ordentlich. Dann klippen wir noch unser Wasser, unseren Wasserschlauch wieder ein, zudrücken und so sitzt der wieder an Ort und Stelle. Dann schließen wir unseren Stecker wieder an. Bei dem Stecker darauf achten, dass die Arretierung nach oben zeigt, denn der passt nämlich nur in einer Position. Und hörbar einrasten lassen. Dann schließen wir jetzt direkt unser Pluskabel wieder an, dazu Sicherungsring, Federring und Mutter aufsetzen. Schmitti, Ratchet, 13er Nuss, danke. So, und nicht vergessen, die Plastikkappe wieder aufsetzen. Unser Generator ist fertig montiert und Schmitti klemmt jetzt die Batterie wieder an. Minuspol einfach aufstecken und wieder festziehen. Und als abschließende Arbeit bauen wir noch unsere Motorabdeckung wieder an. Dazu den Ölmessstab wieder rausziehen. Die Motorabdeckung einfach aufstecken, erst durch den Ölmessstab fädeln. So, dann hier oben am Öleinfüllstutzen aufpassen und mit leichtem Druck aufdrücken. So, unsere Motorabdeckung ist wieder fertig montiert. Damit ist unser Generator fertig gewechselt und wir können probieren, ob er funktioniert. Schmitti, steig mal ein und schmeiß an. Mal. Achtung, geht los. Jo.
Ladekontrolle ist aus. Jo, Schmitti, sieht super aus. Läuft. Mach aus. So, alles in Ordnung. Haben wir ja wieder super gemacht, Schmitti. Dann ist ja wohl für uns jetzt Feierabend. Hallo, da sind ja noch zwei Videos. Einfach mal reinklicken. Ach, und wenn euch noch ein Thema fehlt, schreibt es einfach hier unten in die Kommentare.